Als Merkels Nachfolger steht der CDU-Bundestagskandidat Georg Günther unter besonderer Beobachtung. Der 33-Jährige schickt sich an, das Direktmandat in ihrem Wahlkreis zu erringen. Zum Auftakt seiner Dialogtour hat er gestern in der Korallenapotheke in Stralsund von Petra Verhoeven ein Praktikum absolviert. Apotheke ad hoc durfte ihn exklusiv begleiten. Von der Vielzahl der Aufgaben und Leistungen der Apotheken zeigte sich Günther überrascht. Entsetzt war er von der Masse an Dokumentationspflichten und den Nullretaxationen. Schon ab 7:30 morgens ist er in der Apotheke, besichtigt die Teststelle und darf die Warenannahme vornehmen. Eine gute Gelegenheit für Verhoeven, ihrem Gast die Rabattverträge zu erklären und das Prinzip Nullretaxationen. Als nächstes muss der CDU-Kandidat die Ware ins Generalalphabet einsortieren. Für die politisch engagierte Apothekerin ist das Praktikum auch eine gute Gelegenheit, zu formulieren, was der Berufsstand sich von einer neuen Regierung wünscht. Das, was wir immer wollen, Versandhandelsverbot, dass wir Planungssicherheit bekommen für unsere Arbeit. Ne? Wie gesagt, wir möchten ja auch wissen, wie wir im nächsten Jahr arbeiten können. Wir wissen nicht, was kommt, wenn das E-Rezept kommt. Wann kommt es, wie läuft es ab, wie sind denn unsere Umsätze, gehen die zurück, werden die Rezepte weggeschickt oder so. Das ist so, was uns umtreibt zurzeit. Verhoeven erklärt ihm, dass eine Apotheke als Mischkalkulation funktioniert, dass sie viele Leistungen erbringt, die sich für sich genommen gar nicht lohnen. Das wird Günther besonders klar, als er später eine Creme selbst herstellen darf und dann die Vergütung dafür erfährt. Günther hat in den vergangenen Monaten mitbekommen, dass die Apotheken in der Pandemie erste Anlaufstelle vor Ort für viele Menschen waren. Versandapotheken spielen aus seiner Sicht in der Versorgung des Flächenlandes Mecklenburg-Vorpommern keine Rolle. Ich bin kein großer Freund natürlich vom Online-Versandhandel, definitiv. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kenne jetzt aktuell niemanden, der jetzt da so groß bestellt, jetzt aus meinem Bekanntenkreis. Ich kenne viele Leute, die eben auch noch auf die Apotheke vertrauen hier vor Ort in der Region. Ich glaube, das wird auch wichtig sein, einen festen Ansprechpartner hier vor Ort zu haben, anstatt eben irgendwo anonym natürlich zu bestellen. Trotzdem sehe ich das als große Gefahr und da müssen wir die Apotheken auch stärken. Deutliche Worte findet der Kandidat später gegenüber Apotheke ad hoc zum Korruptionsskandal bei der Maskenbeschaffung in seiner Partei. Naja, natürlich total schändlich, verachtend, also dass man da so weit geht und da noch mitverdienen muss. Ich habe das nicht verstanden, definitiv. Und ich habe das auch sehr kritisch aufgenommen. Das war ja auch während meiner Zeit nach der Nominierung, wo ich angefangen habe, auch mich vorzustellen. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, dass sich da einige wenige dran bereichern an den Masken. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wenn es bei ihm jetzt klappt mit dem Einzug in den Bundestag, will sich Günther vor allem bei seinem Steckenpferd der Finanzpolitik einbringen, sowie beim Thema Bürokratieabbau. Die großen Fußstapfen von Merkel versucht er dabei auszublenden, auch wenn er derzeit natürlich ständig darauf angesprochen wird.